Guten Morgen, Trader, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in Einzelwertesektion der Formationstrader am Dienstag, dem 27. Oktober 2015. Und der Blick auf den DAX, der um 9.42 Uhr Minuten bei minus 0,54% oder 10.743 Punkte notiert. Der DAX gerät unter Druck, hauptsächlich weil BASF Zahlen gebracht hat nach deutlichem Einbruch des Umsatz und des operativen Ergebnisses im dritten Quartal. Hat jetzt BASF das Ziel für 2015 die Prognose gesenkt, entsprechend BASF aktuell mit minus 5% unter Druck. Und BASF gehört schon zu den größeren DAX-Werten. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist so ähnlich gewichtet wie Allianz und Bayer und Deutsche Telekom, dass man so eine ungefähre Vorstellung hat. Okay, der DAX kommt gerade also um knapp einen halben Prozentpunkt runter. Wenn wir uns das Ganze hier auf Stundenchartbasis anschauen, wir haben eine sehr starke bullische Bewegung gemacht. Wir sind an der oberen Begrenzung eines Trendkanals angekommen und wir scheitern gerade daran. In Ordnung. Wir kriegen über den Stundenchart eine Verkaufsformation, der Markt zeigt nach unten. Auf der anderen Seite dieser Tageschart bis jetzt zumindest K- und D-Linie umeinander geschlungen. Extrem starke bullische Bewegung und bis jetzt sind auch die Bullen nicht bereit, Gewinne mitzunehmen, sondern wir laufen mehr oder minder seitwärts. Bleibt also die Frage, wollen die Bullen hier tatsächlich eine Seitwärtskonsolidierung machen und dann eine Fortsetzung in Richtung 11.000, in Richtung 200-Tage-Linie, in Richtung dieser roten Linie, in Richtung der fallenden grünen Linie, also mehrfache Widerstandszone, oder gibt es erstmal ein Pullback? Vielleicht auch noch ein kleinerer, zum Beispiel bis zu dieser offenen Lücke, die wir hier gerissen haben, in Richtung 10.600 oder in Richtung Lücke zu 10.520. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe hier gerade zu wenig Informationen und ich würde eher anfangen, jetzt so Kaffeesatzleserei zu machen und zu sagen, ja, weil das und das und dieses und jenes passiert, das und das. Keine Ahnung. Morgen am Mittwoch haben wir relativ viele DAX-Werte, die Quartalsergebnisse rausbringen werden, habe ich Ihnen gestern schon gesagt gehabt. Also unter anderem VW und Deutsche Börse. Ach, am Donnerstag geht es weiter. Dann ist Deutsche Bank, Fresenius, Bayer, Lufthansa und so weiter und so fort. Das kann natürlich mitentscheidend sein, was hier passiert. Und am Mittwoch haben wir FOMC-Protokoll. Und das kann ebenfalls mitentscheidend sein. Ich lehne mich ganz entspannt zurück und sage Ihnen, ich habe keine Ahnung, ob der DAX jetzt hier eine Fortsetzung macht und diesen Widerstand aus dem Weg räumt oder ob der nach unten kommt. Ich habe dafür zu wenig Informationen. Falls der hier das Hoch von gestern im Bereich von, ich muss es ablesen, 10.863 Punkten aus dem Weg räumt, würde ich jetzt nicht hinterher springen, was aber nicht heißt, dass der DAX nicht weiterlaufen kann. Ist alles ganz kurzfristig, man müsste sich das hier so im 10-Minuten-Chart, nur mit horizontalen Marken kann man hier arbeiten. Kann man sagen, horizontal 10.720, dann eine kleinere geht bis 10.700, die nächste ist bei 10.650 und so weiter und so fort. Marken vorlesen, Sie werden es mir entschuldigen, da habe ich nicht so viel Lust drauf, dafür brauchen Sie mich auch nicht. Ich glaube, eine horizontale Marke ist relativ einfach auch für Sie zu erkennen. Dann lassen Sie uns doch lieber auf spannendere Sachen gucken. Zum Beispiel Sixt hat gestern Zahlen rausgebracht, hat das Ziel übertroffen und hat den Ausblick nach oben verbessert oder respektive den Ausblick, wie nennt man das, wie auch immer, dass der Ausblick positiver ist als erwartet. Wir haben hier eine sehr schöne, sehr bullische Bewegung gemacht, haben wir sie konsolidiert und jetzt lösen wir sie bullisch auf und das Ganze mit Volumen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sixt in Richtung 40 Euro laufen wird, ist deutlich größer, als dass wir nochmals hier unter die 32,80 fallen sollten und möglicherweise hat Sixt darüber hinaus das Potenzial, insbesondere weil erstens starke Zahlen, zweitens viel Volumen, drittens auch genauso wichtig, sehr wichtige technische Widerstandszone aus dem Weg geräumt worden ist und deswegen nach einem möglichen Test nochmal dieser Ausbruchszone dann Richtung 40. Ich habe versucht, hier eine Marke zu kriegen, habe es noch nicht bekommen. Mal gucken, ob ich sie kriegen werde oder nicht. Jetzt werden Sie fragen, was ist denn eigentlich mit der Triggerliste? Triggerliste wird es auch irgendwann wieder geben. Im Moment liegt mein Fokus auf mein eigenes Trading und darauf, die Formationstrader auf einen anderen Level zu bringen und neue, hoffentlich für Sie hilfreiche und für mich auch hilfreiche Produkte zu in den Markt zu integrieren und deswegen ist momentan nicht so viel Zeit mit der Triggerliste, werden wir aber auch auf jeden Fall wieder mit aufnehmen. Dann bin ich gefragt worden, ob wir auf Dialog Semiconductor schauen. Können wir machen. Ich frage mich nur, warum? Ich meine, da sind Zahlen rausgekommen gestern, die waren katastrophal.
So, jetzt ist Dialog extrem runtergekommen. Ja, über die Woche könnte ich sagen, ja, hallo, Moment, Leute, guckt doch mal hier, wir sind hier im Bereich einer möglichen Unterstützung. Der Markt ist nämlich nach oben gelaufen, hat konsolidiert und dann ist er nach oben durchgebrochen. Jetzt sind wir gerade im Bereich einer potenziellen Unterstützung im Bereich der 30 Euro. Ja, was meinen Sie denn? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt erstmal kurzfristig über diese Linie kommen? Ich meine, gucken Sie mal, hier mit Volumen ausverkauft worden und jetzt nochmal mit noch mehr Volumen ausverkauft worden. Jetzt nochmal Short gehen im Bereich der Unterstützung, auch nicht interessant. Rein technisch gesprochen, alles, was der Markt hierhin läuft, alles, was der Markt so hierhin in Richtung 33, falls er dahin laufen sollte, das ist jetzt eine starke Widerstandszone, so ähnlich wie hier, und es droht nochmal ein Abverkauf in Richtung 30. Ausgebombt im Bereich einer Unterstützung, ob die Unterstützung hält, ist mehr als fraglich. Nach schlechten Zahlen, die mit Volumen ausverkauft worden sind und einem übergeordneten Abwärtstrend, der sich seit Juli 2015 festsetzt. Dann bin ich gefragt worden, ob wir auf Elringklinger schauen können. ZIL2. Elringklinger bringt Zahlen am 9. November. Muss ich einmal kurz auf meine Liste schauen. Wenn Sie sich fragen, wo ich das weiß, ich schreibe es mir raus. Ich gehe einfach auf die Homepage der jeweiligen Firmen und schreibe es mir raus, weil ich es ja brauche, damit ich nicht in die Zahlen reintrade. Es gibt natürlich auch diverse Finanzseiten, die das anbieten. Dann sieht man das immer so für die nächste Woche. Ich braucht es ein bisschen mehr, damit ich weiß, was denn so dass die Zeiteinheit ist, die ich habe, bevor dann die Quartalsergebnisse kommen. Also Elringklinger, nach meinem Dafürhalten, gucken wir noch mal erstmal, gucken wir noch mal das übergeordnete Bild. Ich weiß gar nicht. Also was mir auffällt ist, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, bei allem erdenklichen Respekt, wenn mich Kleinanleger fragen, können wir uns eine Aktie angucken, dann sind das immer irgendwelche Werte, die total unter Druck sind. Nochmals, an der Börse geht es darum, teuer zu kaufen und noch teurer zu verkaufen und nicht das Unterste ganz unten abzufischen. Wenn es einem leider gelingt, sowas zu machen, versucht man das dann immer wieder und dann hat schon die Katastrophe fürs Depot angefangen. Okay, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Sie können das natürlich so halten, wie Sie möchten. Ich weiß immer nur, dass die meisten irgendwelche Depotleichen rumliegen haben von ich weiß nicht wie viel 100%. Um es mal zu übertreiben. Und dann, weil die gegen den Trend reingegangen sind und dann wird einfach trotzdem das fortgesetzt. Sei es drum. Also, wir haben ein Dreieck bärisch aufgelöst. Erstens. Zweitens, wir haben hier, ich nehme einmal kurz diese Linie weg. Wir haben hier hoch, tief, hoch, sind wir durchgegangen. Wie sind wir da durchgegangen? Wir fallen durch. Probieren uns und dann werden wir mit Volumen abverkauft. Das heißt, die Zone um die 21,70, 22 erscheint eine größere Widerstandszone zu sein. Falls jetzt die Zahlen super sind am 9., klar, können wir wieder drüber springen. Jetzt rein technisch gesprochen hat der Markt hier im Bereich von 20,30 bis an die 21,80 größeren Widerstand. Jetzt über die mittelfristige Schiene gedacht. Wir sind hier hingelaufen, haben Teil der Lücke zugemacht, sind gescheitert, kommen wieder zurück, machen wieder die Lücke zu. So wie sich dieser Chart gerade präsentiert, tue ich mich schwer, auf der einen oder auf der anderen Seite irgendetwas zu sagen, weil hier mit Volumen runtergegangen und zuletzt aber auch versucht, Stärke zu zeigen, ist für mich persönlich nicht interessant. Ich kann nur sagen, nochmals über die Woche haben wir hier uns viel Widerstand aufgebaut. Und erst darüber hätte der Markt Potenzial, etwas auf der bullischen Seite zu machen. Und man muss sich einfach klar machen, genauso wie Elringklinger seine mittelfristige Linie bärisch aufgelöst hat, genauso ist ja auch dem DAX passiert. Und der DAX ist jetzt wieder ungefähr hier. Elringklinger ist da. Mich interessieren immer dann Werte eher, die relative Stärke zeigen und nicht die Werte, die relative Schwäche zeigen. Wenn irgendwann mal Elringklinger wieder anfängt, stark zu werden, gute Zahlen bringt, nach oben springt und so weiter und so fort, dann würde mich das eher interessieren. Oder der müsste mir hier eine richtig ordentliche Bodenbildungsformation zeigen und das Volumen müsste dann erstmal wieder auf der Long-Seite mehr werden. Mich persönlich interessiert jetzt hier gerade nicht, was ich hier bei Elringklinger sehe. Wenn Sie sich für
andere Werte interessieren, sagen Sie mir gerne Bescheid, dann freue ich mich mit Ihnen gemeinsam aus meiner rein subjektiven Sicht auf diese Werte zu schauen. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen selbstverständlich einen erfolgreichen Handelstag.